In der Notaufnahme stehen Schwester Nancy und Assistenzarzt Frederik Seehauser vor einer großen Herausforderung, weil ihnen gleich zwei Patienten nur die halbe Wahrheit erzählen. So, hallo, ich bin Schwester Nancy. Frau Sommer hat gesagt, Sie können ganz kurz reinkommen. Sie sind der Herr. Jetzt habe ich gerade vergessen, nach Ihrem Namen zu fragen. Aber ich habe nur den Notruf abgesetzt. Ich muss aber auch jetzt wieder gehen. Kommen Sie doch gerade eben mit rein. Nee, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss wirklich jetzt wieder gehen. Frau Sommer, also Ihre Begleitung, die wollte nicht wirklich mit hierhin. Also der ist jetzt gegangen, der junge Herr, der Sie, das war ja der junge Herr, der Sie gebracht hat. Und der ist jetzt einfach weg. Keine Ahnung. Müssen wir sonst noch irgendjemanden informieren, oder? Meine Eltern wurden aber nicht benachrichtigt, oder? Ihre Eltern waren ja bei den Notfallkontakten hinterlegt. Genau, deswegen haben wir da, das habe ich im Protokoll schon gesehen. Also der Notfallkontakt wurde benachrichtigt, da stand Klammer auf Eltern. Ist das nicht so gut? Egal. Ja. Frau Sommer, wir machen erstmal weiter mit der ganzen Untersuchung. Also nur für mich nochmal, um das zu rekapitulieren. Ich habe das aus dem Protokoll nicht ganz verstanden. Es gab einen Auffahrunfall, das ist erstmal natürlich an sich nichts Ungewöhnliches, aber auf Ihr Fahrzeug wurde aufgefahren. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Gerade bei Auffahrunfällen und einem abrupten Bremsen bzw. einer Krafteinwirkung im hinteren Teil des Fahrzeugs kommt es häufig zu einer kopfnickenden Bewegung der Fahrzeuginsassen. Und das birgt immer Gefahren, gerade im Halswirbelsäulenbereich, weil hier natürlich der Körper besonders sensibel ist. Wir haben eine große Last in Form des Kopfes, die auf einer relativ dünnen, knöchernen Struktur, also der Halswirbelsäule, liegt. Und gerade hier müssen wir vorsichtig sein. Deshalb wurde auch vom Rettungsteam der Frau Sommer ein Stiffneck bzw. eine Halskrause angelegt. Christine, einmal die Eltern von der Patientin. Christine, was machst du denn? Hallo. Was passiert? Ich hoffe, was ist passiert, sag mal? Ich weiß nicht, ich war einfach kurz abgelenkt. Ich bin extra langsam gefahren. Es tut mir voll leid. Also das ist jetzt nur Schrott. Das kann man ersetzen. Hauptsache dir geht's gut. Das war aber voll teuer. Das Auto ist total egal. Okay. Wichtig ist, dass es dir gut geht. Und das Beste an unserem Deal ist doch, dass du aufgehört hast zu rauchen und endlich diese Pfeife abgeschlossen hast. Aber Frank, jetzt hör doch mal auf mit dem Simon. Ja. Haben Sie da so einen Deal gemacht? Sie hat gearbeitet dafür, weil sie will eine Ausbildungsstelle jetzt anfangen dann. Und sie hat gearbeitet dafür. Und das Geld ist halt nicht komplett zusammengekommen im Grunde genommen. Da haben wir dann gesagt gehabt als Eltern, wir unterstützen dich dann, damit du dann zu deiner Ausbildungsstelle kommst, weil das halt nicht bei uns jetzt hier im Ort ist. Okay, und dann haben Sie das quasi finanziert, aber nur wenn, was haben Sie mit dem Rauchen? Genau, wenn sie mit dem Rauchen aufhört. Genau. Wir haben versprochen, dass sie mit dem Rauchen aufhört. Das hat sie ja geschafft. Dafür haben sie. Okay, aus medizinischer Sicht muss man jetzt ganz ehrlich sagen, ist das jetzt kein schlechter Deal, ne? Ja. Frau Sommer, wir werden jetzt weiter so verfahren. Wir werden, die Schwester Nancy hat für Sie einen Röntgen angemeldet vom Halswirbelsäulenbereich, denn wir müssen immer gucken, nicht, dass hier doch was passiert. Es können immer Frakturen vorliegen oder dass Wirbelkörper sich leicht verschoben haben. Mhm. Ansonsten irgendwelche Beschwerden, Frau Sommer, bevor wir losfahren? Ganz leichte Schmerzen in meinem Arm, aber... Ganz leichte Schmerzen im Arm, okay. Ich würde sagen, das gucke ich mir dann am besten dann gleich nach dem Röntgen an, sodass wir da erstmal jetzt grünes Licht geben können für die weiteren Untersuchungen. Dann können wir auch entscheiden, wie lange Ihre Tochter eventuell hier im Krankenhaus bleiben muss, beziehungsweise wie die weiteren Therapieschritte und Diagnoseschritte erstmal aussehen, ja? Sowohl aus medizinischer als auch persönlicher Sicht sollen sich die Ereignisse bald überschlagen. Denn die Schmerzen der Patientin sind keine Folge des Unfalls und eine gewisse Entdeckung weckt Zweifel an Christines Ehrlichkeit. Obendrein taucht ein bekannter Unbekannter erneut in der Ambulanz auf und löst Alarm aus. Tobi? Ja? Setzen Sie sich einmal ganz kurz hier hin. Geht es? Okay. Ah, super, danke dir. Würden Sie einmal kurz den Mundschutz aufsetzen? Was ist denn passiert? Sind Sie gestürzt, gefallen und gestolpert oder schwarz vor Augen? Oder? Ich bin gestürzt, ja. Ich bin einfach, habe nichts mehr gesehen. Nichts mehr gesehen. Aber ich glaube, das sollte sich der Doktor wenigstens mal ansehen. Auf dem Flur hat mich Pfleger Tobi gnadenlos überfallen. Denn er hatte einen Patienten im Schlepptau bzw. im Rollstuhl. Und das war ein junger Herr. Ja, er war auch ein bisschen geplagt von Übelkeit, Schwindel und leichten Kopfschmerzen. Aber eine Sache, die ist Pfleger Tobi als aber auch mir natürlich sofort ins Auge gestoßen. Das ist ein ziemlich offensichtliches und bekanntes Merkmal hier in der Notaufnahme für einen Verkehrsunfall. Sie sind ein bisschen blass um die Nase, Hanich. Schauen Sie mich noch mal gerade an. Jetzt gerade, wo ich nämlich Sie gerade untersucht habe. Hast du das schon gesehen? Nee, deshalb. Das ist mir gerade aufgefallen. Was ist das für ein Stream? Ist nichts Schlimmes. Wie weit geht denn da runter, wenn ich mal gucken darf? Es
Das ist nichts Schlimmes. Hatten Sie einen Autounfall oder sowas? Ja. Wie kommen Sie denn jetzt auf sowas? Weil das so eine typische Gurtverletzung ist. Also, Harnig, wir sind ja in der Notaufnahme. Wir sehen das eigentlich. Ja, meinen Sie ehrlich, ich bin ein schlechter Autofahrer? Ich sprach den Herrn Harnig auf seine Unfallspuren an und er hatte das verneint. Und das kam mir so ein bisschen komisch vor, weil er ziemlich krabitzig war und das Ganze nicht zugeben wollte. Und ich konnte mir da irgendwie keinen genauen Reim drauf machen. Herr Harnig, ich würde sagen, Sie lassen sich jetzt einmal durch den Kopf gehen, ob Sie uns erzählen wollen, was da genau vorgefallen ist, ja? Wir legen Sie hier hin, er bekommt einen Zugang, du haust ihm mal ein bisschen Flüssigkeit dran. Sollten Symptome hinzukommen, kannst du mich jederzeit rufen. Alles klar. Okay. Man kann Patienten nicht dazu zwingen, dass sie einem die Wahrheit sagen. Dann können wir ihn eben nur symptombezogen behandeln. In diesem Fall von Herrn Harnig war es aber sehr seltsam. Besonders im Hinblick dessen, dass wir schon eine Patientin mit einem Verkehrsunfall hier eingeliefert bekommen haben. So, wollen Sie sich am besten einmal hinlegen? Auch im weiteren Verlauf wird Assistenzarzt Frederik Seehauser das Gefühl nicht los, dass beide Notfälle irgendwie zusammenhängen. Wie genau, zeigt sich unmittelbar, nachdem Christines Röntgenergebnisse vorliegen. Ein Geständnis und ein Zufallsfund sorgen für mächtig Ärger. Also, wir haben uns das Ganze jetzt erstmal angeguckt und man muss immer davon ausgehen, hatte ich ja schon erwähnt, dass bei so einem Verkehrsunfall häufig ja starke Kräfte wirken. Ne? Und deswegen haben wir die Röntgenuntersuchung gemacht, aber glücklicherweise konnten wir feststellen, dass erst beim Halswirbelsäulenbereich, deswegen haben sie jetzt auch kein Stiffneck zum Beispiel mehr, keine knöchernen Verletzungen vorliegen. Trotzdem gehen wir davon aus, dass Sie ein Schädel-Hirn-Trauma haben aufgrund des Verkehrsunfalls. Ja, also dass das Gehirn einmal drin ziemlich ins Wanken gekommen ist und einmal irgendwo gegengestoßen ist. Und das ist immer relativ schlecht natürlich. Und das kommt auch zu verzögerten Symptomen mit der Zeit. Das bedeutet, Sie werden von uns jetzt aber eine klassische Halskrause bekommen. Die kennt man ja vielleicht, so ein weicheres Gebilde. Einfach, dass wir eine prophylaktische Stützfunktion haben. Und der Gedanke ist natürlich da, ob wir sie nicht generell stationär aufnehmen wollen. Gehirnerschütterung oder ein Schädel-Hirn-Trauma sind besonders tückisch nach Unfällen, weil eben die Symptome bzw. Verletzungen erst zeitverzögert auftreten können. Das kann beginnen mit leichten Übelkeiten, vielleicht ein bisschen Schwindel und Kopfschmerzen, sich aber relativ rapide steigern, wenn zum Beispiel Blutungen oder andere schlimmere Erkrankungen dahinter stecken und das nur die ersten Boten waren. Und dann letztendlich, wenn man das ignoriert und die Leute sich zum Beispiel zu Hause ins Bett legen und einschlafen, können sie vielleicht nie wieder aufwachen. Wir hatten temporär so ganz kurz nach ihrer Einlieferung auch noch einen jungen Herrn mit einem Verkehrsunfall. Der hat aber nichts mit Ihnen zu tun. Nee. Also, Sie waren ganz, also weil ich hatte es vorhin nicht ganz richtig verstanden. Sie waren alleine im Auto, sind alleine gefahren und waren alleine beteiligt am Verkehrsunfall, weil vom Rettungsdienst wurden nur Sie uns übermittelt. Ja. Warst du allein im Auto? Wirklich? Ja. Aber es können auch schlimmere Konsequenzen drohen nach so einem Auffahrunfall. Und es könnte ja auch etwaige Begleitungen zum Beispiel widerfahren, ne? Ja, ich hatte eine Begleitperson mit dabei. Das habe ich mir nämlich schon gedacht, Frau Sommer. Wie Begleitperson? Wer war denn noch mit im Auto? Ich habe jemanden Neuen kennengelernt. Ja, wie? Da ist ein Neuer im Auto gewesen. Also den gehe ich mir ja ganz klar mal angucken. Papa, nein! Frau Sommer, Sie sollten eigentlich sitzen. Was ist das denn? Eine Zigarette? Also ich bin nicht Raucher. Ist Ihnen jetzt gerade irgendwie aus der Tasche gefallen? Ist aber nicht von mir. Frau Sommer, setzen Sie sich erstmal wieder hin. Jetzt beruhigen wir uns erstmal. Das gibt's doch nicht. Du hast doch aufgehört zu rauchen, hast du gesagt. Vor allem war das unser Deal. Hätten wir das mit dem Auto ja gar nicht machen brauchen. Ich habe auch aufgehört. Mal ganz kurz, wenn ich unterbrechen darf, intervenieren darf. Frau Sommer, Sie haben jetzt gerade Ihren Arm so ein bisschen hochgehoben. Man sieht jetzt im Seitenvergleich, dass der viel blasser ist als auf der anderen Seite. Und vorhin hatten Sie mal gesagt, dass der leicht wehtut. Ja, ich weiß nicht, das fühlt sich alles so komisch an. Würden Sie ihn einmal mal vielleicht ganz hochkrempeln? Das wäre zum Beispiel sehr nett. Und den anderen Arm auch, bitte. Oh Gott. Ach du Scheiße. Das ist ja auch nicht die Thrombose, von der der Frauenarzt gesprochen hat. Der Frauenarzt hat auch gesagt gehabt, rauchen und die Pille. Sie nehmen ein Hormonpräparat ein, Frau Sommer? Die Pille, die Frauenpille? Ja. Okay. Die Annahme von Herrn Krause, dass es sich hier um eine Thrombose handeln könnte, ist gar nicht so verkehrt. Besonders, weil Sie sich auf eine Aussage des Frauenarztes Ihrer Tochter berufen haben. Und da muss ich den Kollegen auf jeden Fall unterstützen. Denn ein kontinuierliches Hormonpräparat, gerade auf einer Östrogenbasis,
Und der Konsum von Zigaretten, der kann tatsächlich dazu führen, dass auch junge Patienten unter einer Durchblutungsstörung leiden können, in Form von einer Thrombose. Ja, einmal eine Radiologie anrufen bitte und noch einen Kollegen bitte anrufen. Kann natürlich schon sein. Wir müssen uns das einmal noch mal genau angucken, dass hier eine Durchblutungsstörung vorliegt. Wir haben eine Auffälligkeit. Sowas haben Sie aber sonst noch nie gehabt, ne? Sonst irgendwelche Vorerkrankungen bekannt bei Ihrer Tochter? Nee, gar nichts. Ein Blutgerinnsel könnte schlimmstenfalls einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder eine lebensgefährliche Lungenembolie zur Folge haben. Zur späten Stunde gibt es Neuigkeiten. Nicht nur für Patientin Christine, sondern auch bei Schwester Nancy und Unfallpatient Nummer 2. Warum sind Sie dann so plötzlich abgehauen, kann man ja schon fast sagen. Ich weiß auch nicht. Herr Hannig tauchte dann ja plötzlich wieder bei uns in der Ambulanz auf und fragte mich nach dem Verbleiben von Frau Sommer. Da ich ja darüber informiert war, habe ich es mir auch nicht nehmen lassen, Herrn Hannig persönlich zu Frau Sommer auf Station zu begleiten, weil es mich natürlich schon interessiert hat, was jetzt hinter dieser ganzen Geschichte steckt. Und die Erklärung folgte dann ja auch ziemlich schnell. Oh, Scheiße. Simon! Herr Hannig, kommen Sie doch. Warum wollen Sie denn weg? Nein. Warum hauen Sie denn schon wieder ab? Was machst du denn hier? Das wird ja jetzt interessant. Jetzt bin ich ja neugierig. Lass uns noch mal reingehen. Herr Hannig, warum wollten Sie denn weg? Ja. Was machst du hier? Ja, das wird mich jetzt auch interessieren. Bitte sei nicht sauer. Ja, wir waren nie getrennt. Ihr wart nie getrennt. Wir haben das Lendil mit dem Auto und sie aufhören zu rauchen. Verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Hätten wir das ja gar nicht. Ich habe aufgehört. Ja, das habe ich eben gesehen mit der Zigarette. Das war meine. Ich habe geraucht. Sie hat mir die Zigarette natürlich aus der Hand genommen, wollte die rauswerfen. Durch den Windzug kam die natürlich wieder rein. Ja, und dann kam halt das Auto. Es ging halt einfach alles so schnell. Kam wieder reingeflogen, sie hat sich erschrocken und dann war es das schon. Der hat dich zum Rauchen verführt. Wegen dem scheiß Zigarette habt ihr den Unfall gebaut. Aber stopp, wann nein. Schießt du den endlich ab? Es reicht mir bald. Nein, das ist nicht so. Ich habe ihn zum Rauchen gebracht. Wie? Bevor ich ihn kannte, habe ich auch schon eineinhalb... Du hast noch nie geraucht. Zwei Jahre geraucht. Doch. Guck mal, wie ihr euch aufregt. Ist doch kein Wunder, dass ich euch das verheimliche. Die Eltern waren natürlich sehr besorgt. Ich konnte das bedingt nachvollziehen. Aber letztendlich müssen wir da auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Es handelt sich hier um eine 21-jährige Patientin. Hat schon mehr als ein gewisses Alter, ist schon mehr als volljährig. Und die Eltern haben für meine Begriffe schon ziemlich in ihr Privatleben mit reingeredet. War für mich nicht so ganz nachzuvollziehen an der Stelle. Gut, dass du kommst. Ich muss nämlich runter in die Ambulanz. Kannst du mal kurz hier übernehmen, wäre nett. Danke. Ich komme aus uns, ja gerne. Ja, bis gleich. Hallo. Sie kenne ich doch noch aus der Notaufnahme, ist das richtig? Wieder ja. Wie geht's Ihnen denn? Auf jeden Fall besser. Auf jeden Fall besser, ja. Die halbe Stunde hat ganz gut getan, die Infusion auch. Okay. Frau Sommer, wie geht's Ihnen? Schon besser, ja. Also erstmal vorab, ich weiß nicht, ob es vielleicht immer noch Bestandteil der Diskussion war, aber dieser Verdacht der Thrombose, den habe ich eh nicht so ganz unterstützen können, aber das konnten wir auf jeden Fall ausschließen, das ist nicht der Grund. Also die Zigarette, die da bei Ihnen gefunden worden ist oder die Sie verloren haben, ist nicht der Grund für die Erkrankung im Arm. Guck, eigentlich rauche ich nicht mehr, ich habe es euch gesagt. Extra aufgehört. Okay. Ja, aber zu den Angewohnheiten oder Gewohnheiten, Frau Sommer, ich hatte noch so ein paar Fragen, ne? Weil das, was wir gefunden haben, das nennt sich neurovaskuläres Kompressionssyndrom. Ja, jetzt gucken Sie mich alle an. Das ist so ein Mediziner-Slang, besser gesagt. Aber zum Thema Gewohnheiten, üben Sie denn irgendwas in der letzten Zeit häufiger, verstärkter oder vermehrt aus? Bei meinem Praktikum habe ich öfter am rechten Arm was hochgehoben. Ja, und auch mal länger irgendwie gearbeitet, nur mit rechts vielleicht und vielleicht auch über Kopf. Ja. Ja? Ich möchte Ihnen das ganz einfach erklären. Sie haben in der Halsregion eine Muskelgruppe, die Scalenus-Muskelgruppe, und die bilden eine Lücke. Und durch diese Lücke da führen Nervenbahnen durch, beziehungsweise auch Gefäßbahnen, die sehr wichtig sind für die ganze Versorgung des Armbereiches. Und diese Halsmuskelgruppen, die wurden zu stark trainiert, haben also ihren Engpass natürlich weiter verengt. Und dadurch kam es zu einem Abkappen, in Anführungszeichen, beziehungsweise zu einem Eindrücken von Gefäß- und Nervenstrukturen, die jetzt durch den Unfall nochmal zusätzlich verengt worden sind, weil die Muskeln sich angespannt haben. Und so kam es zu einer einseitigen Unterversorgung des rechten Arms. Es ist alles viel, viel harmloser als eine etwaige tiefe Armvenenthrombose.
Und das heißt auch nicht, dass da vielleicht Ihr Praktikumsplatz oder was alles daran hängt, in Gefahr steht. Das kann man gut mit Physiotherapie therapieren, dass Sie trotzdem ganz normal Ihren Job ausüben können. Naja, wenn du wirklich aufgehört hast zu rauchen, dann gucke ich mir das vielleicht nochmal mit deinem Freund an. Weil letztendlich wollen wir ja, dass du glücklich wirst. Dankeschön. Ja, vielleicht hört er ja auch auf zu rauchen. Ja. Tatsächlich ist Simon seit dem Autounfall ebenfalls überzeugter Nichtraucher. Während der Mechaniker seine Gehirnerschütterung längst auskuriert hatte, ging Freundin Christine noch regelmäßig zur Physiotherapie, um ihre Halsmuskeln zu lockern und so den rechten Arm zu entlasten. Mit Erfolg. Die angehende Raumausstatterin kann wie geplant ihre Ausbildung beginnen.